Jetzt in Düsseldorf guckst du bei Selfmade und Belgier Musik noch vorbei oder was, wo du fast gesigned hättest? Ja, ich bin nicht abgeneigt. Also wir haben gleich vielleicht noch 2 Stunden Zeit. Ich fliege heute leider schon zurück. Sinan G hat mich abgeholt. Vielen Dank nochmal, Bruder. Und vielleicht zeigt er mir gleich ein paar gefährliche Ecken, bringt mich zu den bösen, schweren Jungs. Keine Ahnung. Ich bin cool mit Düsseldorf auf jeden Fall. Yo, Zilla der Killer ist im Haus bei hiphop.de, weil er 2 Releases am Start hat. Geil, Mann. Ja, so ist es. Du hast einmal das Testotape in ein paar Tagen, schon am 24.07. Ja, Volume 2. Und dann kommt dein Album von Alk zum Halk am 7. August raus. Genau. Ja, yes, letztes Mal waren wir bei dir in Berlin und haben schön Burger gegessen. Ja, ich entsinne mich. Jahr her jetzt, ne? Oder wie lange war das? Circa, ja. Ja, ja, doch, so 9 Monate muss das her sein. Promophase. Wann kam das Album? 21.11. Ja, ja, so. Dreivierteljahr. Seitdem hast du quasi durchgehend Promophase fürs neue Album gemacht, wa? Ich habe mal so ein bisschen hier nochmal in den letzten 2 Tagen durchgeguckt, was man alle für Videos von dir so angucken kann. Ja. Das sind ja Tonnen von Videos. Ja, ich bin jetzt unter die YouTuber gegangen. Ich klopfe ständig was raus, ne? Bei YouTube bin ich sehr aktiv. Und ja, Ende Februar ging es schon los mit der Promophase. Ich habe die 100 Killer-Bars rausgehauen und dann war gleich Vorbestelllink und dann ist 5-monatige Promophase. Aber siehst du, zack, geht schnell. Kann man auch viel lernen. Ich weiß es schon, wie man so eiweißhaltige Pfannkuchen macht zum Geil, Beispiel. Du hast dich informiert, sehr gut, sehr gut. Ich habe zugeguckt, ich habe nicht mitgeschrieben, da war so ein paar Sachen drin, die ich nicht kannte, aber ich kann ja nur mal gucken. Ich bin immer bei YouTube, bei Videomanager, Analytics und dann gucke ich immer, die Einnahmen steigen, die Klicks steigen. Danke dir vielmals. Okay, lass mal anfangen mit dem Testotape, weil das ist jetzt in ein paar Tagen, am 24. Juli. Ich habe es auch noch nicht ganz verstanden. Ich habe es verstanden, es sind 22 Features drauf, genau. Unter anderem Blockmonster, Blut und Kasse und Mo Mitchell, yes. Noch einige Leute mehr. Ja, richtig viele Untergrundarzten von mir aus Berlin, so Leute, die ich pushen will. Und Kid Ink zum Beispiel. Kid Ink, ja, nee, Kid Ink hat, das ist natürlich ein Mixtape und da sind auch Ami-Parts so drin, aber das ist jetzt nicht alles exklusiv. Aber ich würde sagen, zu 90% haben wir exklusives Material drauf. Und bei so einem Kid Ink Song rappst du dann damit drauf? Genau, das war beim ersten Testotape war es noch anders. Da haben wir halt 17 Ami-Tracks genommen und die jeweils ergänzt mit einem Rap-Part. Und beim zweiten dachten wir halt, okay, komm, wir müssen ein bisschen was Exklusives liefern für die Leute. Und dann haben wir halt komplett ein Mixtape aus dem Boden gestampft in einem Monat. Aber war eine sehr produktive Phase. Du rappst nicht auf allen Songs? Nee, nicht auf allen. Es sind 25 Anspielstationen. Es sind auch ein paar Songs von Jungs, die ich halt in den Vordergrund stellen will, wie Boys in the Hood zum Beispiel. Jungs von mir aus Berlin, die haben auch Solo-Songs drauf. Genau, es ist ein bunter Strauß an schöner Musik. Von denen gab es auch schon ein Video? Von irgendwem? Genau, El Chapo kam letzte Woche raus. Ja. Ganz wild, ganz verrückte Jungs auf jeden Fall. Die also auch frisch aus Chirac kommen, aus Chicago. Ja, ich bin ehrlich, keine Ahnung, was aus Chicago so kommt, aber wenn du das sagst, ich glaube, die feiern eher so diesen französischen neuen Flavor und versuchen das so ein bisschen zu transportieren. Im Endeffekt, die Chicago-Leute machen ihren Trap, Alter, und das Buba-Album, Buba macht auch seinen Trap, also im Endeffekt, egal von wo, es kommt immer zu dir, am Ende machst du doch Trap. Ja, auf jeden Fall. Trap, zu Anfang hat man sich gesträubt und jetzt ist es einfach omnipräsent. Ist ja auch cool, dass jemand mal wieder Mixtapes macht. Das gibt es ja in Deutschland nicht mehr so richtig. Ich habe aus Amerika in letzter Zeit auch nicht so viel Mixtapes gehört, aber in den letzten Jahren eigentlich immer fast mehr Mixtapes als Alben gehört. Ja. Cool, dass es das mal auf Deutsch gibt und du machst das dann hardcore limitiert und ihr verkauft es dann selbst im Shop. Genau, das heißt, 1500 Stück im Major Moves Shop und Universal stellt auch ein paar in die Läden, also auf jeden Fall zuschlagen. Ja, vom ersten Tape gab es nur 700, die sind jetzt mittlerweile weg und jetzt beim zweiten haben wir ein bisschen aufgestockt. Und wir hatten einfach Bock, wir wollten einfach Musik machen, wollten den Leuten was präsentieren und das quasi nochmal als Promo-Tool auch fürs Album nehmen. Und wie gesagt, da die Promophase auch so lange war, ne, und das Album stand eigentlich schon, das war ja schon Anfang des Jahres fertig, dann dachte ich, bevor ich jetzt rumhänge und nichts mache, neben der Promophase einfach nochmal Mixtape zippeln. So, ich wollte eigentlich zuerst das neue Album direkt anfangen, so mein Hausproduzent, der Manu, der auch 100 Bars gemacht hat und G.O.D., die letzten ihrer Art, die ganzen Singles, der hat mich so ein bisschen gebremst und meinte, warte erstmal ab. So, weil wenn du jetzt wieder was anfängst, dann ist es in einem Jahr schon wieder so unaktuell und spiegelt vielleicht nicht deinen aktuellen State of Mind wieder, sagt man das so. Dann habe ich halt ein bisschen angefangen zu schreiben, Punchlines und so Hype-Songs zu machen. Und dann dachte ich, okay, gut, dann pushe ich ein paar Jungs, mache ein Mixtape. Und so kam es dazu, ja. Ist da nichts für die Charts, aber dafür verdient man wahrscheinlich noch mehr da dran, weil man halt irgendwie ne, mehr Prozente davon dann hat so und es ist halt für Fans cool. Und ansonsten hast du so Pläne,
mehr Leute rauszubringen und dann noch mehr zu machen, weil du hast ja schon gesagt, dass du da Boys in the Hood und so genau, weiter. Ich habe Boys in the Hood, ich habe RLS so in meinem näheren Umfeld, der auch mein Backup ist, und da sind wir gerade dran und gucken. Die Jungs sind auf jeden Fall produktiv, machen ihre Musik und wir tauschen uns da regelmäßig aus. Ich mache da bis jetzt noch keine großen Versprechungen, weil ich jetzt halt erstmal voll fokussiert bin so auf mein Ding. Und ich möchte halt dann auch nicht irgendwelche unzufriedenen Leute haben, die dann, weißt du, die ganze Zeit nur warten, dass irgendwas passiert und dann kann ich das nicht halten. Aber jetzt wo langsam so ein bisschen die Ruhe einkehrt und jetzt, wenn die Platte draußen ist, dann kann man sich der Sache annehmen. Ich hab auf jeden Fall Bock. Nach Ruhe sieht das bei dir ist ja nicht alles so aus. Du bist allgemein viel mit Rappern unterwegs. Du hast auf der Premium-Version ja auch nochmal 20 Features drauf. Ja, ja. Wo auf dem Mixtape schon viele Features sind. Wo warst du zum Beispiel? Bei Mosch habe ich letztens gelesen. Bist genau. Du auf der EP mit drauf, ja, mit dem Feature-Ball? Sind wir bei ihm, bin ich bei ihm mit auf der EP. Das heißt, du siehst jede Woche drei Rapper, du chillst. Ja, ich bin ja jetzt auch, wie gesagt, unter die Vlogger gegangen, Silla Tag und Nacht. Das Format läuft und da muss halt immer was passieren und da besuche ich halt alle möglichen Leute. Ich bin ja auch mit vielen cool. Und denke, das ist auch eine gute Sache, ne? Dass man sich gegenseitig unterstützt. Auf hier jeden noch Fall kurz nicht jetzt. So einen auf Einzelkämpfer macht und so und alle anderen sind Opfer, sondern dass man da gegenseitig sich pusht. Das ist cool. Auf jeden Fall. Außerdem auf die Features werden die Leute auch Bock haben. Ja, jetzt in Düsseldorf guckst du bei Selfmade und Banger Musik noch vorbei oder was, wo du fast gesigned hättest? Ja, ich bin nicht abgeneigt. Also wir haben gleich vielleicht noch 2 Stunden Zeit. Ich fliege heute leider schon zurück. Sinanji hat mich abgeholt, vielen Dank nochmal, Bruder. Und vielleicht zeigt er mir gleich ein paar gefährliche Ecken, bringt mich zu den bösen, schweren Jungs. Keine Ahnung. Ich bin cool mit Düsseldorf auf jeden Fall. Gut, sag mir was über die Features auf dem Album, dann auch nochmal das kurz erklären. Ich habe so verstanden, dass es okay, 20 aufzählen wird, ist kompliziert, aber alleine schon mal vom System. Du hast eine CD, da ist alles Solo-Tracks und dann eine CD, da ist alles mit Feature? Ich habe komplett 22 Solo-Songs gemacht fürs Album und einen Collabo-Song, wo da halt 20 Artists drauf sind. Und da habe ich halt echt so meine Favorite MCs so angefragt und letzten Endes haben davon so, ja, 20 haben zugesagt und ich hatte bestimmt so 35, 40 angefragt. Und das ist dann das Resultat jetzt auf jeden Fall. Coole Leute drauf. Lackmann, BOZ, Amma, Busy Montana, RLS, Joker, Raf Kamora, King Orgasmus One. Also zieht euch mal die Tracklist rein. So alte Weggefährten von mir, alte Kumpels. Aber auch krass vielseitig, von Lackmann bis Orgi. Ja, ja, voll. Das ist unglaublich. Ja. Da sind zwei verschiedene Welten. So einen diversierten MCs auf jeden Fall. Und auch die Untergrundlegenden geben sich da die Klinke in die Hand. Sag mal ein, zwei Songs, so was, welcher Song das war und was die dann da mit reingebracht haben. Sind ja auch erst Solo-Songs gewesen und dann hast du gesagt so, jo. Achso, nee, das ist, es ist nicht so, dass auf jedem Song jetzt ein einzelnes Feature ist, sondern auf einem Song sind alle. Also ein Song, das ist ein 13-Minuten-Track. Mit all den Leuten. Genau, da haben wir jetzt auch ein Video gedreht, es geht 13 Minuten. Ich fahre ja die ganze Zeit jetzt auch rum, deswegen kommt es natürlich auch dazu, dass man mich die ganze Zeit sieht mit den ganzen Rappern, so hallo, Silla Tag und Nacht. Wir sind hier am Start, weil ich natürlich jetzt überall hinfahre und die Leute abfilme. Für das Video. Es ist halt so ein richtiges Mammutprojekt. Jetzt war, Samstag waren wir erst in Mülheim bei Amar. Der ist ja aus dem Knast gekommen. Einen Tag später haben wir gleich Video gedreht. Und ja, ich feiere eh schon immer so diese ganzen Collabo-Songs. Ich finde das geil. Das ist natürlich. Ich habe früher auch schon mal auf Silla Instinct-Zeiten habe ich auch so ein Ding gehabt. Street Kings Remix damals mit Casey, PA Sports, Haftbefehl, Chaka. Das war ein richtig, richtig krasses Ding damals. Plus. Dort habe ich es irgendwie nicht auf die Reihe bekommen, Video zu drehen damals, da war ich noch nicht so weit von der Organisation her. Ein Video drehen ist ja auch krass, allein die Parts zusammenzukriegen, das hast du in so einem Blog auch schon mal gesagt. Ja. Da hatte Ganji dann gut zu tun, weil er das alles machen musste, wa? Oder hast du dich da dran gekümmert? Ich habe das eigentlich so in Eigenregie gemacht. Also Ganji ist einfach administrativ da tätig, so. Der leitet mir die E-Mails weiter, macht jetzt die Termine hier mit dir, aber die Hauptinitiative und so, die geht eigentlich von mir aus. Also wir sind bei Major Moves eigentlich so freischaffende Künstler, jeder kann sein Ding machen und Ganji unterstützt halt. Also in meinem Fall ist es so, ich weiß nicht, wie es bei den anderen Artists ist, aber ich habe echt so meine eigene Vorstellung und so weiter, ziehe das alles durch. Und klar, bei manchen Sachen kann er mir auf jeden Fall helfen. Du hast mal irgendwo gesagt, ich glaube es war in einem Interview, was schon rausgekommen ist, dass das Anstrengendste am Rapperleben eigentlich so die Zeit im Studio ist und das jetzt gerade eher locker wäre, weil ne, du bist ja jetzt gut unterwegs, du machst Interviews, du machst 1000 Blogs und sonst was. Klar, voll entspannt, es macht ja Spaß, also ich mache generell nur das, was mir Spaß macht momentan und es ist echt ein Segen, ist cool. Und die Aufnahmen, willst du dann so schnell wie möglich produktiv machen? Ja, ich bin gar nicht so der Typ, der im Studio abchillt und da jetzt 8 Stunden chillt und nebenbei baut der Produzent den Beat und ich schreibe dann und so, sondern ich mache mir echt vorher schon Kopf, weil vom Alk zum Hulk hatte ich vorher echt so die Tracklist aufgeschrieben, habe mir da so einen roten Faden zurechtgelegt,
ein grüner Faden in dem Fall, weil es ja der Hulk ist. Ja, ich bin so ein Ästhet. Ich brauche erst die Tracklist, es muss alles so aneinander passen und dann fange ich an, das so abzuarbeiten. Weißt du, dann arbeite ich zu Hause an den Lyrics und gehe ins Studio und nehme dann manchmal 3-4 Songs an einem Rutsch auf so. Und bin dann nie länger als 4 Stunden am Start, also 1 Stunde pro Song. Und da jetzt große rumzudoktoren, wenn die dann noch die Drums da machen und irgendwas, also das ist nicht so mein Ding. Du hast unter anderem schon Arnold veröffentlicht, den Song. Den hast du bei Bullshit TV veröffentlicht. Ja, da habe ich dann natürlich direkt auch geguckt, ob du auch genauso Hate kriegst wie Casey Rebel, als er sein Video in einem YouTube-Star-Kanal veröffentlicht hat. Ja, Casey ist mir zuvor gekommen eine Woche. Kam er ja dann als erster mit den YouTube-Stars um die Ecke. Und ja, aber ich denke, das ist eine coole Sache, halt, um die Reichweite auch zu erweitern. Und da ich auch mit Chris von Bullshit TV bin ich richtig cool. Und wir haben ja so ein paar Comedy-Sachen auch da gemacht, Dinge, die Rapper nicht sagen. Und deswegen dachte ich, ich hau das auf dem Kanal von den Jungs raus, einfach um mal zu gucken, um mal zu schauen, wie ich die Reichweite halt vergrößern kann. Und es war ein gutes Ding. Also klar, kam ein bisschen Hate, aber eigentlich die Resonanz war durchweg eigentlich positiv so. War auf jeden Fall weniger Kritik als bei Casey, fand ich. Ein paar Leute haben so gesagt, so, aber und jetzt so ist... 30 Mal weniger Klicks ungefähr. Der hat ja alles rasiert mit 10 Millionen. Mit der Reichweite bist du aber auch so zufrieden, ja? Also das hat schon was gebracht. Feedback war so wenig, nicht zu viel Kritik. Im Endeffekt war es jetzt auch nicht krasser als... Also ich habe es mir krasser vorgestellt. Letzten Endes habe ich auf meinem Kanal, der gerade 10.000 Abos hat, den habe ich ja vor 3 Monaten erst hochgezogen, habe ich eigentlich auch dieselben Klickzahlen. Also ich hätte schon gedacht, dass es ein bisschen krasser ist. Aber ja, auf jeden Fall würde ich es wieder machen. Also so Cross-Promotion ist auf jeden Fall heutzutage ganz cool. Cross-Promotion, du hast ein YouTube-Netzwerk, das sich da beraten hat wahrscheinlich. Ja, nee, ich setze mich damit schon auseinander. Ich habe ja jahrelang, da habe ich nur von meinen Lizenzeinnahmen vom Rap da gelebt und hier und da mal einen Auftritt. Und es ist ja heutzutage, wenn du jetzt das selber machst, so auf Independent-Basis, da hast du halt so viele Einnahmequellen, so YouTube-Geld, Merch, Gigs und so weiter. Und dann, wenn du da überall dran bleibst und so, dann summiert sich das halt, ne? Da musst du jetzt auch nicht 100.000 Platten verkaufen, sondern dann reicht so eine kleine Base und dann kannst du davon mächtig gut leben. Ja, vor allem, weil du machst die YouTube-Videos, du verdienst schon ein bisschen mit den YouTube-Videos und zusätzlich promotest du deine Musik und gleichzeitig promotest du deine T-Shirts und du promotest alles und dein Fitnessprogramm und bla bla bla. Perfekt. Ich hab den Dreh jetzt raus. Ja, Fitnessprogramm hast du auch noch. Also es genau, ist jetzt so. Kam auch aus letztes Jahr haben wir es gedreht, angefangen und es kam jetzt im März ging's los, ja. Brust und Bizeps. Passt ja ganz gut zu dir. Ist ja schon ein bisschen naheliegend, das dann zu machen. Ne? Wäre eigentlich eine Schweinerei, wenn du das nicht auch noch machen würdest. Klar, wie gesagt, für mich war das der Sport so eine Rettung damals aus dem Elend, vom Alk zum Hulk-mäßiges Verhalten halt. Ne? Und ich dachte, klar, dann kann ich den Leuten was zurückgeben, kann ihnen zeigen, so, guck mal, das hat bei mir funktioniert hier, so ein Plan. Und vielleicht klappt das bei den Leuten draußen auch, die vielleicht so nicht den richtigen Zugang haben, die nicht genau mit der Ernährung Bescheid wissen, die halt bisher nur so hobbymäßig pumpen. Die haben da echt so einen Blueprint-Plan, so wie du es schaffst. Und es ist auf jeden Fall, glaube ich, eine gute Sache. Die Motivation dahinter hast du auch schon bei Dinge, die Rapper nicht sagen, erklärt. Was habe ich da gesagt? Irgendwas darüber, dass man es eigentlich nur macht, weil man noch ein bisschen Geld aus den Leuten rausziehen will. Ja, klar, Dinge, die Rapper nicht sagen, ja, genau. Ja, beides. Man macht Geld damit, aber es passt halt auch bei dir, ne? Dass du Pumpen auch wirklich machst, sieht man dir an. Ja, ja. Gut, jetzt war der Arnold-Song auch so ein lustigen, ne? Hast du ja auch gedacht für den lustigen YouTuber, nämlich mal einen, der ein bisschen humorvoll ist und so. Genau, und cooles klar, Video dazu. Jetzt, wenn ich da jetzt der Kiki, ihr wisst schon, Nutte, deine Kugeln prallen ab an meinem Sixpack, das wäre wahrscheinlich nichts gewesen für die Bullshit-TV-Community. Und das... Ja, das kam halt so, weil wir dann halt auch, das Video sollte so Ende der 70er, 80er angelehnt sein halt, ne, sollte so ein bisschen die Anfänge des Fitness auch zeigen und die Pointe ist ja letzten Endes, dass ich der Vater von Arnold bin, quasi so, dass ich halt so das Oberhaupt der Fitness-Rapper in Deutschland bin und dann, ja, haben wir halt überlegt, so beim Drehbuch und so und dachten, okay, da brauchen wir jetzt ein paar lustige Atzen, die da im Studio auch so irgendwelche Moves machen. Und dann habe ich halt an Bullshit gedacht, dann konnte man die reinholen und das dann über deren Kanal machen. Das war nicht von Anfang an geplant, die kamen halt zum Dreh, meinten, die haben Bock und dann habe ich denen am Drehtag angeboten, wenn sie wollen, können sie den Song gern bei sich auch raushauen. Und das war den Jungs auf jeden Fall eine Ehre. Und ja, mir auch, also ich bin sehr zufrieden auf jeden Fall, wie es jetzt gelaufen ist. Hast du denn noch mehr so lustige Songs auf dem Album oder ist das die Ausnahme, weil das einfach für Bullshit TV gepasst hat?
Das ist so der einzige komödiantische Song eigentlich. Also das heißt komödiantisch, der ist ja eigentlich, ja gut, doch, das ist schon Comedy ein bisschen, aber es war jetzt nicht so geplant, das kam halt beim Schreiben so, ich wollte einfach klar machen, ich bin Arnolds Vater und ja, das ist halt irgendwie schon lustig, klar, und dann ergibt eins, das, kommt eins zum anderen und dann hast du da auf einmal so einen funny Track, aber passt gut ins Album rein auf jeden Fall. Und auf dem Album kriegen wir nicht so sehr so Vorbildsongs, irgendwie macht dein Leben korrekt, sondern mehr, ich habe im Pressetext gelesen, den Soundtrack für Höchstleistung im Gym und Rap mit erhöhtem Energielevel. Die Songs, genau, die schon rausgekommen sind, sind ja auch so, ne? Die gehen nach vorne. Ich drop halt schon mal auch so ein bisschen Knowledge und also gib halt was preis, so, sag, was bei mir schief lief und wie man es vielleicht besser machen kann. Da kann sich jeder auch so eine Scheibe vielleicht abschneiden. Aber mein Hauptaugenmerk war diesmal einfach, lag darauf, dass ich geile Beats picken wollte und darauf geil rappen wollte. Ich habe verschiedene Flows, ich packe wieder die alte Godzilla-Stimme aus. Ich will ja, dass die Leute sagen so, ey krass, hast du diesen Beat gehört und wieder darauf rappt. Das ist ja so jetzt mein Hauptaugenmerk. So als Rapper möchte ich ja vordergründig gelten und natürlich respektiert werden. Und deswegen war es mir wichtig, jetzt nicht auf so ein Image reduziert zu werden, von wegen, ja guck mal, der ist breit und pumpt und der ist jetzt hier halt der Fitness-Rapper in der Szene, sondern ich komme ja eigentlich so aus dem tiefsten Berliner Untergrund und da ging es halt damals wirklich um Rap und dass wir da was Neues, so eine härtere Schiene etabliert haben, ja, in Deutschland. Und da wollte ich jetzt wieder so ein bisschen zurück, dass man halt echt sagt, ey, Godzilla, der ist einfach am Mic eine Maschine und so. Und das andere dann, dass ich auch so jetzt pumpe und irgendwie breit bin, das ist halt so eine Nebenerscheinung dazu. Das ist auch in deinen Blogs und so halt immer auch die positiven Aussagen drin, ne? Das ist ja auch irgendwie die vom Alk zum Hulk-Story und so. Ja. Die Songs sind natürlich auch irgendwo, ja, Gangster-Rap oder wie man es nennen will, ne? Hier, du sagst dann irgendwo, jetzt wird Gewalt endlich wieder glorifiziert und so und du brichst ja schon so Sprüche. Vom Sixpack sage ich das auf jeden Fall, weil da geht es halt echt nur um Messerschießereien und wie ich aus dem X6 steige und so Querverweise zu Filmtiteln, zu Actionstars. Aber das ist für dich Unterhaltung und Battle-Rap. Ja, klar. Das ist ja das alte leidige Thema, dieses Entertainment und die Realness. Also ich finde, das kann sich auch vermischen. Halt, es ist halt auch Punchline-Rap. Ne? Ich komme aus dem Battle-Rap und das sind halt Punchlines und die sind halt nur mal manchmal an den Haaren herbeigezogen. Ja, also ob die Kugeln wirklich am Sixpack abpacken, ja, prallen, das kann man ja mal probieren. Ich glaube, dann ist dann ist vorbei. Ich habe das bei dir auch ein bisschen immer so verstanden, dass du auch immer schon, ja, auch einfach Bock hattest, die Musik zu machen, die du halt eben selber hörst und die du halt eben selber feierst, ne? Und wahrscheinlich immer, auch so, glaube ich, hast du auch mal irgendwo gesagt, von Artists, die du so feierst, so, das ist dann halt eben Gangster-Rap und du machst dann halt Battle-Gangster-Rap, whatever, aber halt eben nicht so den, dass du zwangsläufig immer von deiner letzten Woche am Blog erzählen musst, ja, sondern irgendwo auch Entertainment und vor allem Battle-Rap. Genau, klar, und aus dem Umfeld, wo ich komme, da ist es halt in Tempelhof, waren wir halt früher da auch im Café und haben da abgehangen und so. Und das ist, aber ich war jetzt nie so gangstermäßig aktiv oder so oder irgendwie sowas. Aber natürlich nimmt man diese Eindrücke auf, verarbeitet das und kommt auch cool so, ne? Und letzten Endes will ich halt auch die Leute entertainen und da ist es halt vonnöten, dass man da auch mal einen auspackt, ne? Und jetzt nicht nur so von seinem traurigen Seelenleben erzählt, wie es ja jahrelang war, ne? Wo ich so ein bisschen in mir selbst gefangen war und diese Mitleidstour, die hat man dann früher durchgezogen auf ein paar Songs, ne? So dieses alles ist grau und du kannst es schaffen und so weiter. Aber irgendwann mit der Lebenserfahrung und mit der wachsenden Lebenserfahrung fängst du dann auch halt an, nicht die Schuld bei anderen zu suchen und dann immer nur rumzuheulen in den Songs, sondern machst dann einfach Nägel mit Köpfen halt. Und jetzt ist es für mich halt, es ist diese Transformation vollzogen vom Ike zum Hulk und jetzt geht's nach vorne, jetzt geht's ab, jetzt möchte ich durch Skills überzeugen und halt, wie gesagt, durch krasse Songs halt, ne? Krasse Rap-Songs, Hip-Hop machen einfach. Ich will ja auch auf die großen Bühnen, so heißt, ich habe jetzt auch eine Tour. Letzte Tour war auch okay, waren so kleine Städte. Aber ich denke echt, dass da Potenzial ist und Hip-Hop boomt gerade. Und ich will den Leuten eine gute Show im Endeffekt liefern. So. Du brauchst Action-Songs für und nicht nur ruhige. Genau. Aber die
Du hast das ja gerade schon fast schlecht geredet, so von wegen ja die Mitleidstour und so, aber diese persönlichen Songs mit Inhalt und bla gehören ja auf jeden Fall auch zu deinen Stärken. Was auch genauso wie bei Battle Rap durch deine Stimme dann halt eben gut funktioniert, dass du da halt, Klar. ja, die Stimmung ist dann da, eine Die Aussage Stimmung hast ist du auch da. da drin, Genau. sowas. Die gibt es ja aber gar nicht auf dem Album, weil das jetzt nicht die Phase ist. Ich habe jetzt gerade alles schon gesagt in der Vergangenheit. Jetzt dieses Ike-Thema habe ich abgehakt. So, das war halt so eine Trilogie, die Passion Whisky, ne, war noch voll komplett der Ike-Film. Audio Anabolika hat dann so den Weg raus aufgezeigt. Vom Ike zum Hike ist jetzt die endgültige Transformation und ich musste einfach das nochmal erzählen. Und da passt es, da sind auch so ein, zwei, drei diepe Songs drauf, so Momentaufnahmen, wie es mir gerade geht, aber die sind so auch positiv gestimmt. So, ne? Die sind, klingen zwar so melancholisch, aber mit einer positiven Grundstimmung. Und ja, ich habe halt alles verarbeitet jetzt. Gerade ist alles cool, deswegen habe ich jetzt keinen Grund, über graue, asphaltierte Regennächte zu rappen gerade. Macht Sinn vielleicht eh besser. Alben, wo man immer versucht, alles drauf zu machen, was man irgendwie kann, sind meistens auch nicht die Genau, besten, genau. weil das am Ja, Ende ich habe auch kein. gemerkt, wenn man so eine Sache macht und in eine Kerbe schlägt, dann kommt natürlich auch Gegenwind und gerade dann musst du eigentlich nochmal weiter da reindrücken und einfach die Leute noch mehr abfacken, weil es geht ja auch um Positionierung so. Es ging jetzt darum, mich zu positionieren und das war auch von Anfang an der Plan mit dem Album, wie gesagt, die Geschichte zu Ende zu erzählen, nochmal aufzuzeigen, so, dass ich halt hier der Typ bin, der dieses Fitness-Ding so etabliert hat und das war mir jetzt sehr wichtig. Und das haben wir jetzt mit dem Album gemacht und ich bin auf jeden Fall ja, gespannt auf die Resonanz und freue mich über jeden Support von den Leuten und hoffe, dass meinen Fans das auch gefällt. Aber davon gehe ich aus. Also, weißt du, wenn die mit mir cool sind und so, dann verstehen die das auch. Dann werden die das auch verstehen, den Film. Ich sehe schon gerade wieder so Twitter-Diskussionen vor mir, wer jetzt den Fitnesstrend in Deutschland etabliert hat. Ja. Na, ich bin schon der Meinung, dass ich durch diese 10-Wochen-Transformation damals wirklich der war, der da schon am krassesten aussah, als zuallererst. Ne? Und es ging ja so rasant, jetzt in 2,5 Jahren, dieser Fitnessmarkt ist ja so explodiert und die Leute machen massig Geld, Kohle damit und was weiß ich. Und jeder Zweite rennt ins Fitnessstudio. Und ich denke schon, dass ich da auch einen großen Teil zu beigetragen habe, auf jeden Das Fall. ganz bestimmt, ja. Ja. Das muss man nochmal recherchieren. Mag sein, dass du da recht hast. Abgesehen davon, dass du eine Menge pumpen gehst offensichtlich und dass du jetzt gerade wie so ein Schwein arbeitest, weil du so einen hohen Output hast, hast du auch gesagt, dein Leben genießen ist dir jetzt auch wichtig. Du Genau. machst, irgendwo hast du so den Spruch gebracht in einem von den 4 Milliarden Blogs, die ich Ja, du geguckt hast habe. alles geguckt, Ja, geil. ich habe erst mal 2 Tage nichts anderes Ich muss gemacht. gleich wieder Analytics gucken, aktualisieren, drücken, Alter. Schillerblog. Die Dollar wieder Siehst du aus nach. Düsseldorf, siehst du auf jeden Fall gestern ganz, ganz viele Aufrufe. War nicht Farid, war ich. Ja, Dauerurlaub mit zwischendurch arbeiten, hast du gesagt, Genau, ja, das wolltest du war machen. geil. So ist der Plan jetzt, ja. Habe ich mit meiner Frau jetzt beschlossen, wir wollen jetzt alle 3 Monate wegfliegen, richtig weit. Weil dann hat man auch so ein bisschen, weil ich habe jetzt echt in anderthalb Jahren so diese Trennungsphase von Maskulin, Audio Anabolika, ich war ja richtig broke Anfang letzten Jahres, also richtig broke, richtig im Minus. Und dann habe ich mir halt an einem Tag gesagt, so, ey, weißt du was, jetzt ist vorbei mit Rumheulen, jetzt kriegst du mal deinen Arsch hoch und du hast es einmal geschafft, so viel Geld zu verdienen, dass das Finanzamt so viel will. Das heißt, du wirst es immer wieder schaffen, so viel Geld zu verdienen und sogar noch mehr. Das heißt, ich habe halt, bin die Flucht nach vorne angetreten und ja, habe halt echt nonstop gearbeitet. Ja, ich schlafe zurzeit auch echt 4 Stunden am Tag nur und stehe früh auf, gehe ins Gym, bin von A bis Z beschäftigt. Aber jetzt irgendwann, dann will man auch mal wieder genießen, weil ich merke, die Zeit verrennt, man wird älter und älter und mein Ziel, was ich früher hatte, so Anfang 20, wo ich gesagt habe, ey, ich will die Welt sehen und das ist so mein Sinn des Lebens, die Welt bereisen und so weiter, da habe ich jetzt so ein bisschen den Schlüssel gefunden, dass ich das mit der Arbeit verbinden kann, weißt du, wenn ich jetzt einfach nach Kapstadt fliege, jetzt ein Beispiel, keine Ahnung, dann nutze ich das halt und kann da gleich meine Vlogs drehen und weißt du, yo, ich bin hier und geil und zeig dann das Fitnessstudio da und rapp dann da in irgendeiner Ecke und zeig halt den Leuten so, was abgeht, das macht mir Spaß. Und wenn man das noch verbinden kann, das ist ein absoluter Traum so. Ist das so, Fühlt sich das nicht wie abgesehen? Arbeit, das fühlt sich auch nicht wie Arbeit an, so, das ist. Früher hatte ich das Gefühl, da hatte ich, wenn der Wecker klingelt, hatte ich keinen Bock aufzustehen. Oh nee, so viele Sachen heute und heute stehe ich voll, brauche keinen Wecker mehr, ich stehe automatisch Aus. auf, bin motiviert und es ist geil, es macht Spaß, wenn du da das gefunden hast, worin du aufgehst, ich glaube, dann bist du echt gesegnet. Das ist cool. Wenn Blogs für einen noch nicht Belastung sind, dass man sich so denkt, ich will mit meiner Perle chillen, jetzt muss ich wieder vor die Scheißkamera, wenn einem Nee, das Bock macht, meine ist Perle bestes regt mich halt Leben. manchmal auch, oh Mann, diese Cam, scheiße, und schreit mich an, immer ist die dabei und das kotzt mich an, ich hasse deinen Job und so, dann fliegen manchmal die Fetzen, aber die versteht, ich sag, ey, Wenn YouTube Baby, dafür den das Urlaub ist, bezahlt, ist alles Baby, gut. ja, Baby, das ist jetzt die Phase. Ich habe doch jetzt nicht 1 Jahr an diesem Album gearbeitet, um dann jetzt 4 Wochen vorher jetzt nicht Gas zu geben so, und das zu machen. Aber die versteht das auch. Frauen wollen halt streiten manchmal. Was Das ist ist da? manchmal gar nicht begründet. Das ist.
Die wollen einfach streiten. Die wollen das einfach. Sonst wäre Stress, weil keine Kamera dabei ist. Aber ja, abgesehen von im Studio aufnehmen und auf Tour gehen, kannst bei auf Tour ist man auch auf Reisen, ne? Aber abgesehen davon kannst du ja dein Rapperleben eigentlich immer mit um die ganze Welt reisen verbinden. Wenn du nur ein Laptop und ein Telefon dabei hast, dann kannst du dein ganzes Business regeln und Videos kann man überall drehen und hochladen. Das Wichtige halt, um erstmal reisen zu können, ist natürlich ein finanzielles Polster, dass du es dir auch erlauben kannst und dafür musst du dann natürlich erstmal arbeiten. Und das habe ich mir jetzt ein Jahr gesagt, so, da habe ich so einen Leitspruch mir zurechtgelegt, so kämpfe jetzt, glänz später. Das heißt, manchmal, so, du musst einfach manchmal durch die Scheiße gehen, schmutzig sein, um später dann frisch poliert zu sein. Und dafür musst du halt erstmal arbeiten. Schenkt dir keiner was. Ist ja nichts Neues, aber erstmal ein bisschen vorarbeiten und dann, ja, mit dem nötigen Kleingeld wird vieles leichter. Du kannst dann investieren, du kannst machen, aber das musst du dir erstmal erarbeiten. Und da kann man auch stolz sein, wenn man das dann geschafft hat. So, das ist cool, das ist so. Das war dann die Massephase, die du jetzt bald durch hast, quasi. Die finanzielle Massephase. Richtig, ja. Ansonsten konnte man in den letzten Jahren so daran teilhaben, wie du so viel übers Leben auch nachgedacht hast und mit neuen Erkenntnissen dann rauskamst und so. Mhm. Du hast doch irgendwo gesagt, dass du dies und das viele Sachen liest und so. Da habe ich mich gefragt, was liest denn so ein Silla, wo er seine ganzen Weisheiten rauszieht? Boah, es sind viele Sachen. Also es ist nicht so ein Esoterik-Kram, da habe ich mich auch mal ein bisschen befasst so mit, aber da steht halt überall dasselbe drin, so Bestellung beim Universum zum Beispiel, dass du halt so positive Gedanken äußerst, nur positiv denkst. Und da kommt das mit. So Worte wie nicht und aus komplett streichst, so, ne, aus deinem Wortschatz, ich schaffe das nicht oder ich möchte nicht krank sein und so. Das sind so die Denkweisen, die so ein bisschen negativ behaftet sind. Du musst halt denken, ich bin gesund, ich schaffe das, ich krieg das alles hin und also nicht, also diese Negativität ein bisschen streichen. Und sonst lese ich auch so eine Millionärsbücher, wie wird man Millionär und wie man Freunde gewinnt, so im Umgang mit Menschen, wie du so Leute schaffst zu motivieren, dass sie... Vier-Stunden-Woche musst du eigentlich lesen, das wird voll passen. Hat mir letztens einer empfohlen, ja, die 4-Stunden-Woche. Der Dude hat ja auch, was er erst gemacht hat, also er versucht halt alles so effizient zu gestalten, dass er nur 4 Stunden arbeiten muss, effizient arbeiten immer gut. Und womit macht er das? Was ist sein Business? Ja. Nahrungsergänzungsmittel für Fitnesssportler mäßig. Der also macht das gleich, was du machst. Krass. Ja, das ist interessant, das muss ich auf jeden Fall lesen. Aber macht das halt so, dass er alles halt rausgibt an verschiedene Leute und er steht nur noch in der Mitte und kontrolliert. Der macht das richtig auch, der macht Urlaub und nebenbei ackert er kurz. Ja, die Zeit, die er gewinnt, nimmt er für Weltreise. Das passive Einkommen, was auch eine interessante Sache ist, was dann einfach immer, dass sich das Konto einfach irgendwann einfach immer vergrößert und du hast halt Vorarbeit geleistet und dann läuft es halt von sich. Also da gibt's. Darum geht's. Nächster Album heißt dann 4-Stunden-Woche. Zum Beispiel. Und Silla arbeitet nur noch von Rio aus. Ja, oder vom Hulk zum Millionär. Das wäre natürlich noch am allerbesten. Okay, gucken wir. Was natürlich auch passieren kann, ist natürlich vom Hulk zum Alk zurück. Das kommt natürlich dann auch irgendwann so, nicht vom Bordstein bis zur Skyline und von der Skyline zum Bordstein zurück, sondern dann vom Hulk zum Alk zurück. Das wird auf jeden Fall dann auch ein Blockbuster. Dann sind alle auch wieder zufrieden, die sagen, ey, diese Fitnessfilme, Silla soll wieder besoffen sein und so. Mal gucken. Da machst du so ein David Hasselhoff-Video, wie du so mit so einem Burger auf dem Boden... Hat er Echo schon gemacht. Ja, was Comedy angeht, ist immer scheiße. Ne? Echo hat das meistens schon vorher gemacht. Ja, Echo ist auch ein lustiger Typ. Ja, was haust du denn sonst noch so für Sachen raus? Du sagst zum Beispiel, die Erkenntnisse waren so, dass man Probleme annehmen muss und dass man auch nach eigenen Fehlern gucken sollte, hast du noch irgendwo gesagt. Ja, genau. Ich habe auch aufgehört, Leute zu kritisieren. Das bringt nämlich auch nichts, weil wenn du Leute kritisierst, dann reagieren sie erstmal eingeschnappt und versuchen sich zu rechtfertigen, sondern das ist auch so eine Art und Weise, wie man mit Leuten umgeht, ne? Dass du denen sagst, ey, finde ich cool, aber versuch doch mal so und so. Ne? Das ist so da findest du einen besseren Zugang zu den Menschen, als wenn du von vornherein etwas kritisierst oder dann nehmen die Menschen Abstand. Das ist eine Sache, die ich gelernt habe. Und wie war die Frage nochmal? Ich wollte einfach mit dir über die Sachen reden, die Weisheiten, die du zwischendurch raushaust. Genau, die Weisheiten. Ja, Probleme sind da, um bewältigt zu werden. Man muss sich der Sache annehmen und um auf die nächste Stufe immer zu steigen. Ne? Zu Anfang meines Künstlerdaseins oder generell meines Prozesses auch als Mensch, war ich halt sehr ängstlich. So, ne? Ich wollte immer, dass mich alle mögen und wollte nicht so anecken. Ich war wirklich ängstlich und das hindert einen natürlich dann auch daran, so Sachen zu machen. Vorhin habe ich ja davon gesprochen, damals habe ich es nicht geschafft, so ein Video zu drehen. Das war halt einfach, weil ich so Zukunftsängste hatte und einfach viele ganz andere Sorgen, anstatt einfach das Momentum auszunutzen und zu machen.
Momentum aufzunehmen. Und jetzt habe ich echt so drei Stufen schon erklommen, so, weißt du, von sehr ängstlich zu weniger ängstlich, würde ich sagen. Jetzt bin ich weniger ängstlich. Und die letzte, vierte Stufe ist halt, um wieder diese negativen Assoziationen auch auszuklammern, die nächste Stufe ist nicht ängstlich, weil nicht gibt es nicht. Die vierte Stufe ist, ich werde mutig sein. Ich werde sehr mutig sein und das ist jetzt mein nächstes Ziel. Ich bin aber auf einem guten Weg, also oft kommt die Angst noch durch, aber bald bin ich mutig und das ist echt so die Stufen, die man durchmacht als Mensch und wo man auch, wenn man dann mutig ist, wo, glaube ich, wo man dann erfolgreich sein kann und auch dieses sprichwörtliche Glück, was man ja immer sucht, so diese Ruhe, dass man die dann erreicht. Aber dazu musst du erstmal die Angst eliminieren. Das ist das Schlimmste, Angst. Dritter Punkt bei den Sachen, die du dann gesagt hast, war auch noch Rat von anderen Leuten annehmen. Wäre auch noch so eine Erkenntnis gewesen, die du irgendwo hattest, dass man sich nicht zu fein sein sollte, auch Leute zu fragen, wo man meint, okay, der hat da und davon mehr Plan. Ja, ich habe da viele Spezies in meinem Umfeld. Julian Zietlow zum Beispiel, mein Trainer, mit dem ich auch das Programm gemacht habe. Der ist halt ein sehr krasser Typ, also der hat immer auf jede Frage, die ich ihm stelle, irgendwie einen passenden Ratschlag und ja, ist halt in diesem Fitnessbereich halt der absolute Guru da, ne? Ist halt da extrem erfolgreich und vor allem hat er auch viel, verfügt über viel Wissen so und das ist halt wichtig, dass man da sich nicht verschließt, weil wenn man denkt, was zu sein, hat man aufgehört, etwas zu werden, das ist dieser Uraltspruch und deswegen orientiere ich mich an solchen erfolgreichen Menschen. Und denke nicht jetzt, ich bin der einzig Wahre und so wie ich es mache, ist es richtig, weil man hat in der Vergangenheit gesehen, dass es nicht immer richtig war. So, ne? Aber jetzt, ja, ich nehme Ratschläge an, auf jeden Fall, von den richtigen Leuten, wenn sie die gut äußern auch. Ja. Du hast dann auch in manchen Videos gesagt, dass du diese Denkweise auch so auf die Zeit bei Maskulin und auch bei Flair beziehst und da dann mehr sagst, so, okay, es lag vielleicht auch daran, was ich so für Sachen gemacht habe und wie ich mich verhalten habe, dass es nicht so klar ist. Ja, ist so. Klar, du musst da vor der eigenen Tür kehren. Ich war halt oft nicht on point, so, ne? Zum Beispiel hier beim Maskulin Mixtape 3, da kam ich betrunken an zum 16-Bars-Interview und da haben mich die Jungs gleich wieder nach Hause geschickt, meinte, geh mal schlafen. Und klar, dann verliert man halt so ein bisschen, also dadurch gewinnt man jetzt nicht an Respekt, so, ne, untereinander. Auch nicht an Ansehen und klar, wenn ich dann wieder ausgenüchtert war und zwei Tage später mit der großen Vision dann kam, dann war halt erstmal so, ey, du, entspann dich mal, du warst, du bist halt irgendwie nicht ernst zu nehmen. So waren immer diese, so kann ich mir das jetzt erklären, so, ne, das war halt irgendwie schon bei Flair und mir so ein bisschen, wir kamen halt auf keinen grünen Zweig, so menschlich einfach, so, ne, das ging auch gar nicht, glaube ich, um Recht und Unrecht, wer hat jetzt Recht, das war einfach so ein bisschen so ein Machtgerangel, wir sind da beide ziemliche Dickköpfe gewesen. Und deswegen blicke ich jetzt aber auch nicht mit Zorn zurück und sage, das war so schrecklich und das Label hat nichts gemacht und so, sondern ich, auf die Eingangsfrage zurückzukommen, da muss man halt selber sich hinterfragen, was hat man selber falsch gemacht, dass der andere vielleicht so gehandelt hat. Und klar, da hätte ich einiges anders machen können, menschlich und so, aber das gehörte zum Prozess und jetzt. Das macht auch keinen Sinn, sich damit nur ewig zu beschäftigen und dauerhafte Fehler dazu haben, sondern du bist jetzt mit Ablösesumme zu Major Moves gewechselt und fertig. Das Thema ist abgehakt für mich, ja. Das Thema ist abgehakt. Gut, und ihr habt euch ausgesprochen, umso besser, dann kann es ja auch klappen. Und dann hast du in die letzten ihrer Art gesagt, dass du deinen Vorschuss dann jetzt direkt weiserweise in Porsche investiert hast. Dann wird es mit der Urlaubskasse aber doch wieder schwer, aber dann muss ja das bei Ganji ja laufen. Das war krass, eigentlich war nämlich die Line, der Vorschuss wird von mir nicht in Porsche investiert. So war nämlich eigentlich die Line. Auch als wir das Video gedreht haben, war die Line noch so. Von wegen so, okay, ich bin jetzt vernünftig geworden und so. Ich nehme den Vorschuss und baue mir damit was auf. So war es eigentlich gedacht. Und dann hatten wir aber halt das Video gedreht und da hatten wir dann halt so ein paar Mädels drin und halt so einen fetten Mercedes und zufälligerweise einen Porsche. So, der da fährt einfach, wir wollten so ein bisschen GTA-Optik haben mit Drohnenaufnahmen von oben und so Wettrennen und so. Und dann dachte ich mir halt während des Videodrehs schon, ey, Moment mal, ich kann doch jetzt hier nicht anti-Porsche rappen und dann hier so ein Porsche zeigen. Das heißt, man muss sofort auch bescheiden rappen und im Porsche sitzen. Ja, dann musste ich im Nachhinein dann das nochmal neu einrappen. Da wurde nur dieses Nicht, das wurde dann ausgetauscht und dann wird jetzt in Porsche investiert. Umgewandelt, dann dachte ich, okay, dann scheiß drauf, Alter, dann soll es halt ein Porsche jetzt auch sein, warum denn nicht? Man muss auch ein bisschen flexibel sein mit seinen, Ansichten und Plänen und so. Ja, auf jeden Fall. Das war jetzt, hat dem Song keinen Abbruch getan, glaube ich. Okay, ich will jetzt nicht so in der Vergangenheit wühlen, aber da ist vielleicht noch nichts gefragt, was du zwischendurch auch in deinen 4 Milliarden Blogs, die man auf deinem YouTube-Kanal sehen kann. Richtig, Cross-Promotion-Hashtag. YouTube/Official.
Du haust aber zwischendurch auch noch ziemlich harte Stories raus. Ich meine, dass du besoffen zu einem Interview erschienen bist und nicht drehen konntest, ja, okay, whatever. Ja, Aber die Geschichte, die du, Rock'n'Roll. war das mit Ali Ass, mit wem war das, wo du die Geschichte erzählt hast, dass du Eine Couchritze nicht, mit dem Handy? ja, das Handy war schon gut, aber ich glaube, auf mich wurde geschossen, aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich nicht nur Genau. Halluzinationen hatte, war Genau, schon noch genau. ein Level weiter. Das war in der Nacht, wo ich dann das Handy auch verloren habe, was dann 2 Jahre später in der Sofaritze wieder aufgetaucht ist, krasserweise. Also verfolgt mal die Twitter-Timeline, da könnt ihr diese lustige Story lesen. Ja, und da war wirklich, ich bin der Meinung, da wurde nachts auf mich geschossen, ja. Da bin ich zur Tankstelle gelaufen halt, um meinen Jägermeister zu holen. Dazu muss man sagen, bei meiner Trinkgeschichte war es immer so, ich habe immer so 0,35er Jägermeister, nicht diese großen 0,7er Flaschen, sondern diese 0,35er getrunken. Dann ging es morgens los, immer auf Ex, so, ne, weil ich ja nicht aus Genuss getrunken habe, sondern einfach um, dass es dann irgendwann einen Boom macht und ich so Glücksgefühle habe und so weiter. Ich hatte immer diese 0,35er Dings geäxt und ich habe aber immer nur eine Flasche geholt, weil ich mir immer selber schon gesagt habe, okay, das ist jetzt die letzte. So, ich mache das jetzt noch einmal, damit ich kurz einen Schub habe und so, aber danach höre ich wieder auf und so. Und ich habe mir nie so irgendwelche Suff-Vorräte zu Hause gebunkert, sondern immer so einzelne Flaschen. Das heißt, dann bin ich manchmal von meiner Wohnung zur Tankstelle irgendwie 5, 6 Mal am Tag hin und her gependelt, weil dann doch, wenn die Entzugserscheinungen eingetreten sind, bin ich dann doch wieder losgelaufen. Und das war dann nachts um 3 irgendwann und dann bin ich wieder los, wollte die letzte Flasche noch holen. Ich musste am nächsten Morgen um 9 zum Videodreh erscheinen mit Jihad damals, auch fürs Maskulin Mixtape. Und dachte, okay, gut, die Flasche gönne ich mir jetzt noch, dann kann ich wenigstens jetzt anständig schlafen und bin dann morgen früh fit. Totaler Humbug natürlich, aber dann laufe ich da los und dann ist mir so ein Typ entgegengekommen, der dann so, ah, Schuh, Silla und so, aber der war so ein bisschen so auf Stress aus, so hatte ich das Gefühl. Also, es war so ein negatives Schuh. Und dann laufe ich halt und hole mir den Jäger und laufe zurück. Und dann bin ich irgendwie, konnte ich nicht mehr, hab auf so einem Stein Platz genommen und da meinem Handy rumgespielt, damals mit meiner Ex-Freundin noch so Drama, wo bist du? Warum meldest du dich nicht seit 4 Tagen? Und ich saß dann da und auf einmal ist so ein schwarzer Wagen vor mir stehen geblieben und hinten geht die Scheibe runter und bang, bang, bang. Kommen Schüsse raus. So ist es in meinem Kopf nach wie vor. Ich bin todesangstmäßig weggerannt, hinten rum, da war dann so ein riesen Zaun, so ein, ja, was heißt riesig, so groß wie ich, 2 Meter. Wenn man halt in Todesangst ist, dann rennt man halt und dann springt man halt über diesen Zaun rüber, so, ne, und es war halt schon so ich habe auch am nächsten Tag Schrammen überall gehabt und habe halt das Handy nicht mehr gefunden und hab halt irgendwann, bin irgendwann aufgewacht um 13 Uhr, ja, 4 Stunden Videodreh verschlafen. Such dann mein Handy, so, weil ich sage, scheiße, scheiße, ich muss absagen, mich entschuldigen, dass ich nicht kommen konnte, finde das Handy halt nicht. Und dann ist es so wieder, habe ich es rekonstruiert, was da passiert ist. Und es war alles so schlüssig. Und ja, bis jetzt bin ich wirklich der Überzeugung, dass es so war. Aber Dann das war auch ja das Handy noch weg, dann dachte ich, okay, das passt ja darum, da, weil ich über den Zaun gesprungen bin, da habe ich es hundertprozentig verloren, bin ich das nochmal abgelaufen am selben Tag, war aber nichts. Ey, und dann war das so krass, dann finde ich das 2 Jahre später in der Sofaritze, ja. Und da sage ich auch wirklich dazu, das muss auch eine gottgegebene Sache sein, dass er mich belohnt, mich, glaube ich. Das Handy war, glaube ich, wirklich weg. Er hat es einfach wieder hergezaubert, so von wegen, ey, du hast jetzt durchgezogen, ich bin stolz auf dich, hier ist dein iPhone 5, hier hast du es zurück. wirst nie hundertprozentig erfahren, ob auf dich geschossen wurde oder nicht. Nee, ich habe es auf jeden Fall auch vielen Leuten erzählt, die dann auch mal, ja, genau, Alter, sauf mal noch bitte, geh wieder, trink mal noch ein. Keiner hat es mir geglaubt bisher. Hast du eigentlich, schreiben dir viele Leute und labern mit dir darüber, wie die selber zu viel saufen oder sonst was? Oder sich fragen, ob sie eigentlich zu viel saufen? Oder sich fragen, wie das eigentlich funktionieren soll, feiern zu gehen, ohne zu saufen Nee, oder also sonst was? da so eine Selbstreflexion habe ich bei keinem jetzt entdeckt. Muss ja auch nicht sein, jeder hat ein anderes Verhältnis zum Alkohol. Der eine macht es halt am Wochenende und lebt damit echt gut. Nee. Es kommen ein paar Freunde von mir, die haben halt so manchmal so auch diese Angstzustände, so, ne, weil die kennen das ja von mir früher, was ich vorhin meinte, Angst. Und da kann ich denen auch ein paar Tipps geben. So Angst ist eigentlich so, das ist so der Hauptindikator für, da bin ich so Anlaufstelle für viele. Aber jetzt wegen Alk oder wie hast du es geschafft? Im Internet, klar, bei Facebook kriegt man viele Nachrichten und da verweise ich immer auf so ein Medikament, das heißt Baclofen. Das nehme ich auch seit dem 1. Mai 2014. Das ist eigentlich gegen multiple Sklerose, so ein Muskelrelaxan heißt es, das entspannt dich und das aktiviert so das Belohnungsprinzip im Gehirn, wird dadurch aktiviert. Darauf bin ich gekommen durch so ein Buch von Dr. Ameisen, das ist ein Franzose, spricht man glaube ich anders aus, Ameisieren oder so.
Das Buch heißt Das Ende meiner Sucht. Also jeder, der damit Probleme hat, auch der sich damit mal befassen will, sollte sich das Buch zulegen, Das Ende meiner Sucht. Und der hat sich selber therapiert mit diesem Baclofen, weil er da irgendwie irgendwas ausgemacht hat von der Zusammensetzung, was auf jeden Fall suchtunterdrückend wirkt. Und bei mir hilft es. Ich nehme jeden Morgen eine von diesen Pillen und ich habe keinerlei Druck, nichts. Ich laufe manchmal am Schnapsregal vorbei und dann sehe ich diesen Jägermeister von früher, dann nehme ich den so und drehe den und denke so, Alter, warum? Also, wie kann man sich das jetzt gönnen? Warum tut man sich das an? Also ich habe eine komplette Gleichgültigkeit entwickelt. Und da war dann auch letztens ein Kumpel von mir, der wegen Angstzuständen sowas hatte und der ist dann auch zu einer Psychologin gegangen, hat dann von meinem Fall erzählt, dass er meinte, ey, ein Kumpel von mir, der nimmt dieses Baclofen, was können Sie dazu sagen? Und die sagt, ey, super, sie findet, das ist ein großer Skandal, dass dieses Medikament nicht zugelassen ist gegen Alkoholismus, weil es halt wirklich hilft. Und der Grund, warum es nicht zugelassen ist, weil das Rezept ist so ein altes Patent und die Pharmaindustrie kann damit kein Geld machen, weißt du, da sind wir wieder bei dem Punkt, dass halt auch nur geholfen wird, wenn man natürlich dafür auch entlohnt wird und da das Rezept irgendwie, da das nicht mehr so Gewinn bringt an den Mann gebracht werden kann, wird das halt nicht verschrieben und das finde ich ist auch ein Skandal, weil bei mir hilft es auf jeden Fall. Und den Tipp gebe ich auch den Leuten. So, ich sage natürlich nicht, nimm jetzt das und werde jetzt medikamentenabhängig, aber man muss dazu sagen, also ich spüre davon keine Nebenwirkung, weißt du, und lieber nehme ich so eine kleine Pille, 25 Milligramm, und bin happy und nüchtern, als dass ich ja, da wieder rückfällig werde oder so, ne? Für mich funktioniert das gut. Cool. Als letztes Thema hatte ich noch eins drauf, das hattest du schon angesprochen, abgesehen davon, dass ich noch ein paar tausend Fanfragen habe für das nächste Interview. Live-Tour 2016. Du hast schon gesagt, du willst noch mehr auf Bühnen sein. Es gibt auch eine Fanfrage dazu, warum warst du eigentlich auf keinem Festival und bist du nächstes Jahr mal auf Festivals? Ja. Also, Thema Live. Was geht da? Was geht mit deiner Tour und warum war es bisher wenig und warum kommt jetzt mehr? Naja, zu Anfang war es nicht wenig. Meine erste Tour habe ich 2011 gespielt, meine erste Solo-Tour zu Zilla Instinct-Zeiten und damals war halt voll der Hype, da war es brechend voll. So für meine Verhältnisse waren da waren 700, 800 Leute in vielen Städten ausverkauft und so weiter und das war halt echt krass. Da habe ich damals Joker Motrip mitgenommen, da war Trip auch noch ein richtiger Newcomer. Das war eine richtig fette Tour. Ja, und dann habe ich bei Maskulin unterschrieben. Dann hatten wir die SBM2-Tour, die lief auch noch krass. Und dann die Tour zur Passion Whisky war dann schon so nicht mehr so. Und ja, ich kann mir das auch nicht erklären. Also ich denke, dass halt jeder Künstler einmal in der Karriere so einen Punkt hat, wo er halt gerade durchbricht und so ein Hype entsteht. Bei mir war das halt so 2011, 2012, so, ne, wo alle von Zilla gesprochen haben. Da war ja gerade die Namensswitchung, Zilla Instinct kam raus. Da ist viel passiert, da war ich in aller Munde. Ja, und das hat sich jetzt klar, ey, du weißt es ja selber, du interviewst ja jeden Tag hier 10 Leute. Die Konkurrenz schläft nicht. Es gibt so viele aufstrebende Künstler, so viele Talente, es gibt so viel Musik, es gibt so viele Künstler, die touren und man muss halt echt heutzutage fleißig sein, man muss richtig Gas geben, man muss sich auch live verbessern, man muss sich da Gedanken machen und so weiter. Und das habe ich halt 2012, 2013 halt, wo ich selber nicht so stabil war, habe ich das halt schleifen lassen und deswegen konnte ich da mein Live-Game, glaube ich, nicht absteppen. Aber da auch wieder um zu vorhin zu kommen, wo ich meinte, ey, wegen Finanzamt und so, weißt du, ich habe einmal schon geschafft, so viel Geld zu verdienen, ich schaffe es wieder und ich werde es auch wieder schaffen, die Leute zu begeistern, dass sie kommen. Und das ist jetzt auch der nächste Plan. Für 2016 haben wir uns da jetzt was überlegt. Für die Live-Show, was ich so noch nicht gehört habe, aber dazu will ich jetzt noch nicht zu viel sagen. Das möchte ich noch ein bisschen im Verborgenen halten. Aber wir haben da live eine Idee, was wir umsetzen wollen. Und ja, deswegen kann ich eben nur ans Herz legen, da rumzuschneien. Okay, das heißt, wir haben jetzt erstmal ein streng limitiertes Tape am 24. Genau. Dann haben wir am 7.8. das Album Ja, vom und Ike. 2016 gibt es da eine Tour. Und Richtig. zwischendurch können wir dieses Fitnessprogramm machen und uns jede Menge YouTube-Blogs von dir reinziehen und ein Fitnessprogramm. T-Shirt wahrscheinlich kaufen. Genau. Biografie bin ich gerade dran. Das ist ja auch eine Sache, die viel Zeit fordert. Wer schreibt das? Du selber oder wen hast du da, Nee, der... ich habe da jemanden richtig krassen sogar, aber auch dazu später mehr. Man muss natürlich die Katze jetzt noch nicht aus dem Sack lassen. Da kommt was, ja. Wie gesagt, sonst will ich halt Urlaub jetzt machen, mit der Frau auch viel Zeit verbringen. Und ja, habe jetzt wirklich also viel gemacht, aber ich bin täglich aktiv.
Testo Tape 3 haben wir jetzt auch schon angefangen. Das wird vielleicht so der Spagat zwischen vom Ike zum Hike und der Tour. Weißt du, dass man das Testo Tape 3 dann auf der nächsten Tour hat. Dann kommt das Buch. Das Buch kann man als Marketinginstrument wieder nutzen, um die nächste Platte anzuteasen. Also ich habe da schon so meine Brücken im Kopf gebaut. Auf jeden Fall. Und ja, bin jeden Tag am Start. Also in meinem Urlaub mache ich nebenbei dann auch mal 4 Stunden was. Ja, 4-Stunden-Woche. Effizient werden, dann schaffst du das alles in nur 4 Stunden und kannst nebenbei in Peru auf Berge steigen oder so. Das ist echt geil, dieses Prinzip. Finde ich voll gut. Man soll sich ja nicht kaputt machen. Ich check gleich mal, ob ich das Buch hier habe. Cool, Alter. Läuft bei dir, würde ich sagen. Wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt Toxic trifft Zilla mit den Fanfragen von euch. Komm auf hiphop.de. 7. August. Dankeschön, hiphop.de. Peace.